Hallo und herzlich willkommen zu Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und ich präsentiere euch heute die Corvette C8. Ich fange mal mit dem Schlüssel an, den haben sie auch überarbeitet. Der sieht nämlich komplett so aus. Mit dem Corvette-Zeichen. Nochmal umdrehen bitte. Ja. Die Corvette ist ja als neues Modell C8 vorgestellt worden, vor anderthalb Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und wir haben endlich auch eine bei uns. Und die zeige ich euch jetzt. Wir haben eine 2LT hier. Es gibt ja verschiedene Ausstattungsvarianten. 1LT, 2LT, 3LT. Unsere ist eine 2LT. Und in dem geilen Accelerate Yellow mit ganz vielen schwarzen Applikationen. Wir haben schwarze Felgen, schwarze Spiegel. Der Spoiler ist schwarz. Die meisten, die man so sieht, haben einen gelben Spoiler, was ich persönlich nicht so schön finde, weil es wie so ein langweiliges Element dann wirkt. Und jetzt mit dem schwarzen Heckspoiler macht das schon eine ganze Menge her. 6,2 Liter Hubraum, gute 480 PS, Mittelmotor. Die alten Corvettes hatten ja den Frontmotor ganz normal und mit dem Sprung von der C7 auf die C8 haben sie den Motor in die Mitte verlagert, was natürlich für einen ganz anderen Schwerpunkt sorgt im Auto und ein ganz anderes Fahrverhalten. Aber fahren tut hier halt granatengeil. Wie gesagt, weil anderer Schwerpunkt, anderes Kurvenverhalten. Dann haben wir Felgen. Die gibt es natürlich auch mal in verschiedenen Designs. Wir haben jetzt die schwarze Felge hier in diesem, ich nenne es mal Y-Speichen-Design. Reifengröße. Kann man hier lesen, haben wir vorne 245, 35, 19. Gelbe Bremssättel mit sehr viel Dreck, wie ich gerade sehe. Auf dem Bremssattel könnt ihr aber schon sehen, Z51-Paket. Z51-Paket ist immer wichtig bei Corvettes. Wenn ihr eine Corvette kauft, müsst ihr immer darauf achten, weil anderer Ölkühler und ein paar Ausstattungsmerkmale mehr, die aber wichtig sind, gerade für den Wiederverkauf, fragen die meisten Kunden am Z51-Paket. Und übrigens weiß ich gar nicht, ob es auch mittlerweile eine Corvette ohne Z51-Paket gibt. Du wirst es auch nicht wissen. Also ich sag mal so, alle Corvettes, die ich kenne, die uns angeboten werden, haben alle Z51-Paket standardmäßig mittlerweile. Dann ist die Corvette an sich von der Form halt völlig anders konzipiert. Alle kennen von der Corvette die lange Haube und halt diese langgezogene Form. Das Auto ist völlig anders konzipiert. Wesentlich kompakter, kürzere Motorhaube, flach waren sie eigentlich immer schon und dafür das etwas verlängerte Heck im Verhältnis, weil irgendwo muss ja der Motor auch hin. Wir haben vorne LED-Scheinwerfer, wir haben eine 360-Grad-Kamera, also man sieht überall sind kleine Kameras verbaut, hier ist eine verbaut, hier ist eine verbaut, also um das ganze Auto drumherum sind Kameras, damit man natürlich irgendwie dieses 360-Grad-Bild generieren kann. Dann, vorhin war ein Kunde hier, der hat reingeguckt und das Erste, was er gemacht hat, der hat hier reingegriffen und reingeguckt, ob diese Blenden und diese Lufteinlässe hier fake sind oder ob die echt sind. Aber, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die sind echt, weil da hinten sieht man, dass es halt offen ist und dass hier Luft also direkt angesaugt wird und verarbeitet werden kann. Heckpartie ist auch anders. Früher hatten die Corvettes immer die typischen 4 Auspuffrohre. Die gibt es hier auch noch, aber die 4 alten Auspuffrohre waren halt immer klassisch unten in der Mitte. Das ist hier nicht mehr der Fall, das ist aufgeteilt worden, wir haben 2 und 2. Wie gesagt, ist was völlig anderes. Corvette hat sich damit selbst neu erfunden quasi und dieses Auto rausgebracht. Motor, wir können ja über den Schlüssel zweimal drücken, sonst läuft es hier weg. Wenn ich zweimal den Knopf drücke, entriegelt hinten die Haube und ich kann sie rausnehmen. Und dann haben wir freie Sicht auf den Motor. 6,2 Liter V8 und grandiose Fahreigenschaften. Wir können gleich, das zeige ich euch, Fahrmodi einstellen. Hat das mit dem Motor an sich nichts zu tun. Aber wir können verschiedene Fahrmodi einstellen, die sich natürlich auf das gesamte Fahrverhalten auswirken. Das ist jetzt hier die Variante mit dem, also es ist kein Cabrio, es ist ein Coupé-Targa. Ihr habt das Dach aber immer dabei.
Das finde ich ziemlich praktisch. Ihr müsst euch also nicht entscheiden, ob gutes oder schlechtes Wetter, sondern wir haben das Dach immer integriert. Wir können es also jederzeit rausnehmen. Es ist hier eingedrückt, eingerastet quasi, damit es natürlich jetzt nicht hin und her flattert bei der Fahrt. Aber so kann man es rausnehmen. Es geht auch alleine sogar relativ gut. Und dann kann ich es einfach hier aufsetzen. Hier drauf. Mach's zu. Ich zeige es euch jetzt nur so provisorisch. Kann es einrasten, von innen verriegeln, fertig. Und wenn ich es rausnehmen will, genauso, der Weg wieder zurück. Kann ich es wieder hochnehmen und wieder hinten reinpacken. Passt aber nur einmal und dann steht es. Passt ja sogar noch ein kleiner Koffer rein. Ja, da passt auch noch ein kleiner Koffer rein. Ein kleiner, ein richtig kleiner. Aber wenn wir, achso, habe ich gar nicht gezeigt. Wir haben vorne ja Kofferraum, ne? Soft Close, der zieht also selber zu. Vorne geht natürlich auch über einen Schlüssel. Wenn ich vorne drauf drücke auf den anderen Knopf, entriegelt die Haube vorne. Das heißt, was ich sehr geil finde, ist die Form dieser Haube. Das finde ich macht das Auto total aggressiv. Klar, man kann auch sagen, der hat von der Form, von der Front und so ein bisschen was von einem Lambo. Aber ich finde die Form, wie es hier gemacht ist, super genial. Das ist Kofferraum. Sehr gut. Wie gesagt, ist nicht groß. Also damit jetzt 4 Wochen durch Europa touren, wird schwierig. Aber ist möglich. Genauso haben wir über den Knopf, über den Schlüssel noch die Fernstartfunktion. Dazu schließen wir ab und drücken dann zweimal den Fernstartknopf. Oh. Das ist jetzt der normale Modus, in dem das Auto startet. Kommt mal mit, ich zeige euch mal, wie wir die Fahrmodi verändern können. Also Türgriff ist hier drunter, man fasst also rein und dann ist unten drunter so ein Soft-Button, über den wir reindrücken können. Ich mache mal wieder aus. Das geht auch über einen Schlüssel. Den gleichen Knopf nochmal zweimal drücken. Sonst wird es jetzt zu laut. Aber ich steige mal eben ein und zeige es euch. Guck mal, da ist auch so ein geiles Video im Display. Startknopf. Ich hoffe, dass das jetzt vom Sound her klappt, wenn ich jetzt starte. Das heißt, wir können hier ist ein Rädchen, soll ich mal übernehmen, ich nehme mal die Kamera. Hier sind erstmal die Gangschaltungen, also ich kann parken, rückwärts, neutral, drive einstellen zum Fahren. Und hier ist ein Mode-Button. Und darunter ist ein Rädchen, an dem Rädchen kann ich drehen, nach rechts und nach links. Und dann seht ihr einmal hier und einmal im Tacho, dass sich die Ansicht ändert. Also ich habe jetzt auf Sport gestellt, dann ändert sich die gesamte Anzeige. Dann auf Tour, man sieht das immer hier unten, dass er da den Modus ändert. Und ihr habt auch gehört, jetzt gebe ich Claudia mal das Mikro mit. Geh du mal nach hinten bitte. Ich mache jetzt die Klappe mal wieder zu, sonst ist das so laut. Ich bin jetzt auf Tour. Alternativ gibt es auch noch My Mode. Und am Lenkrad gibt es den Z-Knopf hier. Da kann ich in Z-Mode klicken. Da kann ich mir individuell Fahreigenschaften einstellen. Das heißt, ich kann hier auf den Edit-Button klicken und mir da meine Wunschkonfiguration einstellen.
Wir haben hier im Innenraum natürlich grandiose Ausstattung. Sitzmemory ist aber eigentlich klar mittlerweile. Wir haben Bose Soundsystem. Hier unten haben wir die Button HUD, ist das Head-Up-Display, was ich hier in der Höhe verstellen kann. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann in der Frontscheibe, wenn er fokussiert. Das ist das Head-Up-Display. Da, genau, das ist also das, das dem in der Scheibe anzeigt, wie schnell ich fahre und wie meine Drehzahl ist. Unterschied, ich weiß nicht, ob du noch mal einmal übernehmen kannst, dann ist das ein bisschen weiter weg. Was ich auch sehr, sehr geil finde, jetzt mache ich aber doch mal im Aus, sonst wird es nervig irgendwann. Was ich sehr geil finde, ist im Endeffekt das gesamte Cockpit, wo der Fahrer drin sitzt. Das ist alles zum Fahrer hingeneigt. Wir haben das Display auch schräg, das war bei den letzten Corvettes, bei der C7 auch immer schon etwas angeschrägt. Früher gab es auch immer noch dieses Geheimfach hinter dem Display. Da konnte man einen Knopf drücken, dann ist das Display hochgefahren und dann konnte man da seine wertvollsten Gegenstände verstecken. Wir haben jetzt hier das normale Display und haben, wie gesagt, gefällt mir persönlich mega gut. Diese ganze Leiste hier, die hat so ein bisschen Flugzeug, Rennwagen, die hat so einen geilen Charakter einfach. Das heißt, ich kann von hier die Temperatur einstellen, ich kann die Sitzheizung, Sitzkühlung und die ganze Klimatisierung einstellen. Das geht alles über diese Leiste. Sieht im Rest des Cockpits aufgeräumter aus. Und hier habe ich einmal Leisten untereinander, die aber mich gar nicht so überfrachten, sondern wenn ich einmal gucke, habe ich relativ schnell begriffen, was wo ist. Wir haben jetzt hier die Ausstattung, das in innen, Im Innenraum. Dankeschön. Das im Innenraum alles aus schwarzem Leder ist. Die Sitze sind sehr bequem, muss man sagen. Ja gut, jetzt sitze ich auch nur 3 Minuten hier drin, aber ich kenne einen Großteil der amerikanischen Autos und die amerikanischen Sitze und vom ersten Gefühl sage ich, ich finde es bequem, aber man hat guten Seitenhalt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin mit dem Auto, ich sag mal im Optimalfall auf der Rennstrecke unterwegs und schmeiße ihn in die Kurven, wo er natürlich durch den Mittelmotor sehr gut durchfährt, behaupte ich, dass ich sehr guten Seitenhalt habe. Durch die ganzen, durch die Wangen hier, die rauskommen, das ist schon schick. Außerdem haben wir große Schaltwippen, wenn du noch einmal rumkommst aus Lenkrad, die sind klar natürlich schön glänzend, dass man sie gut sehen kann, aber ich finde sie auch groß und ja, dick und gut anzufassen. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, in meiner Rennstreckenvorstellung bin, kann ich über die Schaltwippen gut schalten, weil ich sie eigentlich in jeder Position gut und angenehm erreichen kann. Also da habe ich schon ganz andere Schaltwippen gesehen. Kurzvorstellung unserer Corvette C8. Ich freue mich gerne, wenn ihr euch meldet, wenn ihr Fragen habt, jederzeit, klingelt durch oder schreibt per WhatsApp eine Nachricht oder eine Mail. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran und abonniert unseren Kanal, weil wir haben ganz, ganz viele neue Autos gekriegt, ganz viele geile Modelle, die wir euch alle noch zeigen und vorstellen. Deswegen bleibt dran, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.